Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Spiel The Suicide of Rachel Forster. Morning. Good morning, Nicole. Get any sleep? Das kennen wir doch alles schon. Kommt man jetzt hier auswählen? I slept like a rock. Ich kann nichts auswählen. I forgot my bed was so comfy. So, any news? What? Irving, Nicole, stranded up here. You snoozing? After a night of incomplete crossword puzzles, I wish I was. Wait, you didn't sleep? Like, at all? I thought you might need something and... But... You didn't go home? Because of me? I'm a workaholic. So, meteorologists are predicting a peak real soon, probably tonight. You can't move, not just yet. In theory, what do you want to do? Okay, also wir müssen anscheinend alles nochmal neu machen. I'm hungry. I'm gonna eat first, then I'll think about it. It's time for you to take a tour of the pantry. Ja, genau, weil... Das, damit man uns dann einschließen kann. Ich meine, das hat something in my stomach or I won't make it out of here alive. You'll be forever grateful for baked beans. Ich habe noch keine Ahnung mehr, wo was war. Main Floor. Ja, also warum wir das jetzt alles nochmal neu machen müssen, weiß ich nicht. Ich hatte das Spiel ja gespeichert, beziehungsweise das Spiel an sich hatte ja gespeichert, weil der Tag, glaube ich, vorbei war. Ja, irgendwann weit, nachdem wir eingeschlossen worden sind in der Vorratskammer. Ich werde das Ganze jetzt nochmal durchspielen und werde das dann so zusammencutten, ja, dass wir halt dann danach weitermachen können. Bis gleich. Ja? Yeah. Hallo? Who is this? Who the hell are you? Rachel is still there. Don't sell the hotel. Is this a joke? Who is this? Don't do anything stupid. You're gonna pay for this lame-ass joke. I have a phone, a cell phone, I'm talking with FEMA, and I'm gonna get them to call the sheriff. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob wir das jetzt auch beim letzten Mal gehabt haben. Deswegen habe ich das mal eben kurz aufgenommen. Ich meine aber schon, dass wir das gehabt haben. So, Tag 3 ist angebrochen und schon höre ich hey, was. Hey, Cutie Pie. Daddy? Nicole, it's Irving. Oh. Sorry. Must have been sleeping pills in those beans. Since I've been here, it's like I'm literally hibernating. You had a tough day yesterday. I think I had a dream. About? Leonard, maybe. Okay, I need you to pay attention, though. Should I worry? The storm brought down some power lines. There are blackouts all over. Actually, the lights are acting a little weird. I was afraid of that. I don't like the idea of you up there on your own in the dark. We gotta do something. My electrical know-how is slightly limited. It's okay. I can guide you to the emergency generator. If we activate it, you'll be self-sufficient. Too easy. Where's the hitch? There are two ways of getting to the circuit breaker. Straight through the garage's side door, or from the floor you're on. But? The garage side door's stuck. You'll have to pass through the crawl space along the entire building and climb down from your floor. If the power goes out, you'll be completely in the dark. All right. What do I have to do? Check the closet in your father's apartment and see if he left anything you can use for lighting. Oh,
On my way. Okay. Wo sollten wir das jetzt? In der Zwischendecke. Nee, Moment. Ich soll bei den Sachen von meinem Vater gucken, ob ich da irgendwo eine Pistole. Irgendwo eine Taschenlampe oder sowas kriege, ne? Ich denke mal, er wird sowas nicht haben. Also, ich denke mal schon, dass wir jetzt was finden werden, was wir mitnehmen können. Wieso rauscht das hier so komisch? Oh, look at that! I thought I lost you that time the Thompson girl came to play. Leonard must have found you someplace. Oh, the key's missing. Well, maybe better that way. Hm, okay. Ja, hier finde ich auf jeden Fall nichts dergleichen. Der hat doch noch ein anderes Arbeitszimmer, ne? Aber er müsste doch irgendwo Taschenlampen haben. Oh, das ist so dunkel. Hier sieht man echt gar nichts. Ich kann noch nicht mal erkennen, ob hier irgendwo eine Taschenlampe wirklich liegt. Kann ich ein Messer mitnehmen, so zur Verteidigung? Also so langsam wird es ja irgendwie ein bisschen seltsam. Habe ich da schon mal reingeguckt? Ja, da habe ich schon mal reingeguckt. Hm. Hier stehen doch tausende von nicht geöffneten Dosen rum. Wieso muss die dann unbedingt nach unten gehen? Ja. Ein Bad wird wohl nicht sein, oder? Hallo. Ich möchte das Telefon benutzen. I can still hear that guy telling me Rachel's alive. If he calls back, go into special protocol mode. Which is? Trying to sell him a vacuum cleaner. Oh, why did I even ask? Ja. Das Problem ist, wenn ich da jetzt rausgehe, habe ich jetzt gar nichts. Also müsste ja eigentlich wirklich irgendwo hier in der Nähe etwas sein. Aber die Schränke kann ich nicht öffnen. In den ganzen Kram hier habe ich... Ich kann ja jetzt schlecht mit einem Polaroid. Drücke 2, um auszurüsten. Any news? I found a Polaroid. Family photo? Anything important? No, I mean a camera. Looks like it works. You want to take a photo of the generator? No, you moron. I was thinking of using the flash for lighting. Oh, smart. You can try. I wonder who this belonged to. Leonard, maybe? Some client probably left it. You can't imagine what people leave in hotels. Oh, I could tell you about the rubber friend that Mr. Rochford's widow left here in 82. Mayor Linden's kids and I used it as a miniature Indian totem pole for the whole summer. It was a huge scandal. Oh, Jesus. Oh, yep. Anyway, the Polaroid's better than nothing. The light from the flash could come in handy. Ja. Ach, da kann man doch nicht mal durchgehend was sehen. Ach du Schande. Da soll ich jetzt ernsthaft... Wie soll ich denn da hinkommen? Wo soll das denn sein? Dass ich die Zwischendecke vom Personalbereich im ersten Stock aus betreten muss. Die Frage ist jetzt nur, wo muss ich hin? Boah, es ist doch echt scheiße. Also ich bin jetzt oben im Master Suite Bereich. Aber wo muss ich jetzt genau hin? Ich kann jetzt hier auch... Ich kann jetzt gerade meine... Achso, mit E und Q war das. Okay. Main Floor. Wo wollen wir denn überhaupt hin?
Fireplace. Ich denke mal Richtung Fireplace, oder? Ah, ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, ich muss raus und dann rechts den Gang rum und dann irgendwie links. Oh. Dann irgendwie links die Treppen rum oder sowas. Also jetzt gefällt mir das Spiel so gar nicht mehr. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wo ich hin muss und nichts. Muss ich jetzt hier runter? Ich weiß auch überhaupt nicht, wo ich jetzt hin soll. Vom Personalbereich im ersten Stock. Oh. Ach so, vom Personal. Ach, ich bin ja auch so blöd. Okay, Moment. Erster Stock ist noch hier oben. Aber wo ist jetzt hier der Personalbereich? Raum. Raum. Ein sehr schönes Bild von einem Wolf. Hey, okay, almost there. I think the lights are getting worse. You need to move fast. On the same floor of your apartment, in the staff area, there's a small storeroom. Your father asked us several times to fix the lock. Fingers crossed, it's still broken. That's where the access to the crawlspace is. What a professional tone. Yeah. I use it when I want to make a good impression. You're the only human being I can interact with while I'm hostage here. Whatever you say will impress me. What happens when I get to the closet? You'll have to go down to the breaker box and switch it on. All right. Doesn't sound like rocket science. Hurry up, please. You suck at reassuring people. Okay. Ja, das weiß ich aber immer noch nicht so genau. Ich muss das von dazwischen. Also er hat mir jetzt nichts Neues gegeben. Komm, jetzt mach die scheiß Polaroid-Kamera wieder rein. Ich sehe hier gar nichts. Hallo. Meint er damit hier die Treppe? Aber das ist doch eine normale Treppe. Also irgendwie. Nee, da komme ich jetzt hier unten hin, hä? Also mit der Tür, die kaputt ist, nehme ich jetzt mal an, meinte er jetzt die Tür, wo wir jetzt reingekommen sind. Wobei ich mir da jetzt auch nicht ganz sicher bin. Irgendwie bin ich gerade zu doof, dieses Spiel zu spielen. Habe ich so das... Boah, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Habe ich so das Gefühl. Da bin ich reingekommen. Irgendwas? Achso, das ist nur ein Licht. Meint er das denn jetzt nicht hier mit dem Storage Room? Aber da hinten komme ich doch wieder in den Gang raus. Da komme ich doch wieder nach unten. Hä? Ich verstehe es jetzt irgendwie wirklich nicht. Da komme ich ja ganz normal wieder die Strecke nach unten. Da komme ich in... Also hier links kann ich ja nicht rum. Da komme ich wieder zurück in das Ding.
Das ist doch nicht der Personalraum hier oben, oder? Ich meine, da stand zwar Personal Staff und die hat darauf reagiert, als ich hier war, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier richtig sein soll. Sehe ich gar nichts mehr. Da war eine Tür, die ich nicht öffnen kann. Hm. 111. 117. Das muss aber hier gewesen sein. Irgendwie verstehe ich es jetzt wirklich nicht. Es sei denn natürlich, aber das kann ja auch nicht sein. Ja, da bin ich ja, glaube ich, gerade runtergekommen. Das hier war keine Tür. Okay, jetzt habe ich mich gerade erschreckt. Hier sind Stufen. Das ist ätzend, wenn man hier nichts sieht, ey. Meint er jetzt hier nicht, oder? Ah ne, das ist ein... Komme ich aber nach oben. Beschützer, Indianerreservat. Wo bin ich denn hier? Also es tut mir wirklich leid, aber ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo ich bin. Sind wir wahrscheinlich wieder auf der komplett anderen Etage, oder? Wir sind jetzt auf der zweiten Etage. Da wollten wir ja gar nicht hin. Ach, warum drücke ich eigentlich immer Escape, wenn ich hier raus will? Hm. Ich meine, ich habe gerade eine Frauenstimme gehört. Es wird hier irgendwie immer seltsamer. Da ist so ein Durchgang. Achso, das ist nur ein Schlafzimmer. Alle haben sich jetzt Zigaretten. Alle haben sie aber auch nur die gleichen Marken, komischerweise. Okay. Kannst du einfach mal die Polaroid-Kamera behalten? Also ich denke wirklich, ich muss da die Treppen runtergehen. Boah, ist das irgendwie seltsam, wenn die Dinger hier so scheinbar im Nichts rumschweben. Jetzt finde ich die Treppen hier nicht mehr. Die waren am Ende, glaube ich, ne? Bist du ein Durchgang? Was bist du denn jetzt hier? Ist auch eine Treppe, aber du bist, glaube ich, die falsche Treppe, ne? Nee. Ach so, wir sind hier. Ah, okay. Dann sind wir hier hoffentlich richtig. Also, ja, die Folge wird irgendwie eine, ich verstehe gerade überhaupt gar nichts Folge, glaube ich, weil ich irgendwie null Plan habe, wo ich jetzt hin soll. Hier bin ich ja schon mal gewesen. Dahinter kann man noch rum. Die kann man anscheinend nicht. Okay, hier sind zwei Türen. Drei Türen, die wir... Moment, die können wir benutzen. Da ist aber nichts. Ja, toll. Okay, also jetzt ist es offiziell, dieses Spiel macht mich wahnsinnig, weil ich wirklich keine Ahnung habe, wo ich jetzt hier eigentlich hin muss. Da komme ich wieder die Treppen hoch.
zum ersten. Da komme ich in Restroom rein. Da war ich schon mal, aber da können wir jetzt nochmal hin. So, ich blicke hier gerade irgendwie gar nicht mehr durch. Man, Woman. Bin ich hier schon mal drin gewesen? Ja, anscheinend schon. Alle Türen stehen irgendwie auf. Oder die sind vorher geschlossen gewesen. Das kann natürlich auch sein. Puh. Komm, mach mal die Tür auf hier. Okay. Zimmer sagt mir jetzt gerade gar nichts irgendwie. Oder? Ah, ich weiß es nicht. Hm. Vor allem liegt hier eine Leiche drunter? Oder was ist hier passiert? Wenn da mal einer drüber stolpert, also ehrlich. Moment, da war doch was? Ist hier ein Safe oder sowas? Da ist nur in der Mitte ist hier was... Ist hier so ein komischer Rand. Kann natürlich auch sein, dass da mal ein Bild gehangen hat oder so. Das weiß ich natürlich nicht. Jetzt irre ich hier wie so eine Bekloppte rum. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Kann hier aber nicht rein, ne? Nicht, dass ich da irgendwie runterspringen muss. Ich weiß jetzt gar nicht mal, was er mir gesagt hat. Das ist schon wieder so lange her. Aber denke ich mal eher nicht. Hier war eine Tür mit Treppen nach unten. Aber hier sind wir ja überall schon gewesen. Das ist ja das Problem. Ich weiß auch nicht, wo wir hin müssen. Da waren die Waschräume. Hier haben wir irgendwie den Generator wieder flott gemacht. Ich will die nicht hinlegen, ich will die mitnehmen, die Sachen. Radio. Ja. Wie laufe ich jetzt voll an der Aufgabe vorbei? Ich weiß auch nicht. Ich bin doch jetzt wieder in der Garage. Die sich verändert hat, oder? Also an das Kabel kann ich mich jetzt nicht erinnern, sagen wir es mal so. So, schau mal hier nochmal. Oder auch nicht. Was habe ich mein Polaroid jetzt wieder nicht? Tja. Da kamen wir, glaube ich, nicht rein, oder wie war das? Ich glaube, da müssen wir rein. Oder? Ich habe doch keine Ahnung. Auch meine Leute. So, das heißt, eigentlich müssten wir nach rechts. Von hier aus nach rechts. Probieren wir jetzt mal da irgendwie durchzukommen. Wo kommt man denn irgendwo hin? Das ist schön. Hier waren wir ja auch schon alles. Das ist ja auch alles nicht das Problem. Waschraum. Da waren wir auch schon. Wir kommen nur irgendwie von hier aus nicht dahin, wo wir hinkommen sollen. Was er ja auch gesagt hat. Aber anders komme ich ja irgendwie nicht hier rum. Das ist ja das Problem. Da kommen wir nämlich wieder runter.
Kommen wir wieder runter? Sind wir irgendwo in den Kellergemäuden? Kellergemäuden, volles Gerücht. Kellermauern. Ne, wir sind in einer Art Kapelle oder sowas. Was war das? Ach, das sah gerade aus, als ob da eine Leiche liegt. Ich dachte gerade schon. Was ist mir denn jetzt ausgekommen hier? Da kommen wir nicht raus, okay. Das ist auch eine Art Kapelle. Okay, also hier bin ich jetzt noch nie gewesen, muss ich sagen. Hm. Wir erkennen hier wirklich schöne, was heißt wir erkennen, wir entdecken hier wirklich schöne neue Orte. Naja gut, so schön ist jetzt dieser Ort hier nicht, aber wir kommen unserem Ziel irgendwie nicht näher. Ach, gucke mal. Hier haben wohl Kinder gespielt. Ja. Ich gucke jetzt auch auf die Uhr. Ich bin jetzt hier schon die ganze Zeit wie so eine Bekloppte rumgeirrt. Ich konnte nichts machen. Kann man da rum? Nee, ne? Nee, das ist zu... Kam ich jetzt von hier oder kam ich von der anderen Seite? Hier kam ich nicht, ja. Oder? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Schauen wir mal einfach. Die Tür können wir noch öffnen. Rezeption. Da geht's wieder hoch. Boiler Room. Rotlichttür. Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Aber ich glaube, wir sind ja eben schon mal durchgelaufen, ne? Ja, da kommen wir zur Garage, genau, das war das. Okay, das war die Boilertür. Da sind wir jetzt rausgekommen. Ja, jetzt sind wir hier im Umkleideraum oder sowas. Okay. Da ist alles zu. Ja, ich würde schon fast sagen, dass wir hier mal eben einen kleinen Cut machen. Es macht mich doch wirklich gerade ziemlich bekloppt, dass wir jetzt hier wie blöde rumlaufen und nicht dahin kommen. Also irgendwas habe ich falsch gemacht. Wir müssen von oben runter. Und wenn ich das richtig verstehe, durch ein Loch irgendwie durchschlüpfen. Hier steht, dass ich die Zwischendecke vom Personalbereich im ersten Stock aus betreten muss. Im Personalbereich waren wir. Aber ich habe da jetzt kein Loch oder irgendwas gesehen. Deswegen bin ich ehrlich gesagt total verwirrt. Also ich weiß auch überhaupt nicht, wo ich jetzt gerade bin oder... Ach so, das ist die Kirche. Da bin ich rausgekommen. Ich bin irgendwo bei Laundry, glaube ich. Das müsste dieses Umkleidezimmer sein. Aber in den Boiler Room kommen wir ja rein. Wir kommen halt nur nicht in den Elektrikraum rein. Da müssten wir eigentlich reinkommen. Der ist aber ziemlich weit links. Das heißt, wir müssten nicht zum Personalbereich, sondern wir müssten theoretisch zum Restroom. Ganz am Ende. Ja, dann würde ich sagen, mache ich hier mal einen kleinen Cut. Es tut mir leid, dass ich hier... Ah, Moment, nee, jetzt sind wir Main Floor, hä? Vom ersten Stock aus. Der erste Stock ist aber hier. Da gibt es keinen Personalbereich. Ja. Ist das jetzt wieder so ein Übersetzungsfehler? Ich weiß es nicht. Wir versuchen es in der nächsten Folge nochmal von diesem Restroom aus. Ach, das waren die Badezimmer, ne? Da sehe ich nämlich gerade, geradeaus müsste noch irgendwie eine Treppe oder irgendwas sein oder ein kleiner Raum oder so. Vielleicht können wir von da aus dahin. Das müsste theoretisch direkt darüber sein.
Ja, wir versuchen es einfach mal. Ich sag mal einfach, bis zur nächsten Folge in der Hoffnung, dass wir da endlich herausfinden, wo wir hin müssen. Ciao!